Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit dem Podcast Lass dich nicht abzocken, Finanzen, Lernen, Leben und Planen. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast und zwar einen Apotheker habe ich genommen. Jetzt fragt ihr euch, warum nimmt der Holger denn hier einen Apotheker mal als Gast? Weil ich finde Apotheken, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, ein unternehmerischer Betrieb und ich habe hier was ganz Besonderes zu bieten, denn der Karl Scholz von der Lindenapotheke, das ist der Eigentümer, sitzt bei mir nebenan im Büro. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, aber wir haben kein Mandantschaftsverhältnis, aber ein super netter Mann. Und ich habe ihn einfach angesprochen, hey, kann ich dich mal interviewen, weil er hat eins gemacht, er hat einen im laufenden Betrieb seine Apotheke umgebaut und das ist ein Knaller, sage ich euch. Und deshalb herzlich willkommen, lieber Karl. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Ich habe schon viel von deinem Podcast gehört. Oh, danke. Das war so Werbepitch heute. War total begeistert und habe mich echt darüber gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ja, wunderbar. Karl, jetzt sagen wir mal Apotheker. Es gibt ja manche Leute, die denken, der macht eine Schublade auf und zu und dann wird über die Theke was verkauft. Beschreib mal den Beruf eines Apothekers ein bisschen. Also der Beruf des Apothekers ist eigentlich sehr vielseitig. Um so ein bisschen Werbung für diesen Beruf mal zu machen, dass viele junge Leute auch auf die Idee kommen, wieder Pharmazie zu studieren, heißt, man hat mit vielen Menschen zu tun, man hat mit vielen Problemen zu tun, man muss ein bisschen Probleme lösen, mit denen man jeden Tag in Verbindung kommt, man muss vertraglich sich so ein bisschen beschäftigen, ja, Buchhaltung gehört auch mit dazu und auch das Miteinander ist eben sehr wichtig. Kommunikation. Das heißt, die Berufsbilder, wenn man es so nimmt, juristische Ausbildung solltest du haben, du solltest dich in steuerlichen Sachen ein bisschen auskennen, zumindest mit deinem Steuerberater schnacken können, auf, dass du die richtigen Fragen stellen kannst, dann Mitarbeiterführung, Kommunikation ist das Thema, Kunden, die an dem Tresen stehen, müssen beraten werden und das heißt Pharmazie und Medizinkenntnisse. Ja, wobei man vieles einfach nicht lernt, das ist das Spannende. Ja. Also das Pharmaziestudium beinhaltet eben keine juristische, keine steuerliche Ausbildung. Klar, das Medizinische guckt man sich immer mit an, aber auch da sind Mediziner einfach tausendmal besser ausgebildet als wir Apotheker. Das stimmt nicht. Ich habe ja viel mit Medizinern zu tun. Also diesen Zahn kann ich ziehen. Die Mediziner sind auch nicht besser ausgebildet. Um Gottes Willen. Aber du, das ist ja das Hauptproblem. Wir alle werden als Fachidioten ausgebildet. Wir sind fachlich gut drauf. Aber was rechts und links daneben kommt, haben wir meistens keine Ahnung von. Genau. Studium heißt Pharmazie. Da musst ja NC war das damals, Numerus Clausus, 1,0 oder was war das? Ich weiß nicht, also ich glaube damals zu meiner Zeit waren es 2,0 oder sowas, oder 1,8. Ja. Wie er heutzutage liegt, der Numerus Clausus, wüsste ich gar nicht. Ja. Ist ein Studium über 4 Jahre, also 2 4-Semester Grundstudium, 4 Semester Hauptstudium, mit einem ersten Examen nach den ersten 4 Semestern, zweites Examen nach dem zweiten 4 Semestern und dann kommt das praktische Jahr in der Apotheke, wo man sich auch wirklich gut verdienen kann. Ja, also ich habe einen guten Bekannten, der ist selbst Orthopäde und war mit einer Apothekerin zusammen und die haben sich ausgetauscht zu Studienzeit, die haben fast zur gleichen Zeit studiert. Dann hat mir die Uni, so heißt sie, könnte ich mich nennen, den Namen gesagt, Mensch, also gegen Pharmazie ist ein Humanmedizinstudium kiki, leicht. Die hat also über den Schmunzelt. Ist da was Wahres dran? Ich kann es nicht bewerten, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also ich habe natürlich keine Humanmedizin studiert. Ja. Einfach war es nicht. Also es ist sehr viel Auswendiglernerei. Also man muss doch von morgens bis abends viel für die Uni tun. Ja. Wenn ich im Freundeskreis damals rumschaute, wenn die Juristen oder die Politologen, mit denen ich häufiger dann zu tun hatte, die hatten sehr viel mehr Zeit als ich für das Privatleben. Viel mehr. Aber trotzdem war es eine sehr schöne Zeit. Ja. Und dann hast du 8 Semester gemacht und dann ein Praxisjahr, das macht man dann in der Apotheke, wo das erste Mal im Prinzip hinterm Tresen gestanden wird, du lernst den Wirtschaftsbetrieb, ich sage bewusst Wirtschaftsbetrieb, Apotheke kennen. Ja, wobei Wirtschaftsbetrieb selber lernt man so gar nicht kennen. Also man kann diese praktische Ausbildung hinter dieses eine Jahr auch differenzieren. Man kann das erste halbe oder man kann ein halbes Jahr auch in der Krankenhausapotheke oder auch in der Industrie verbringen. Man muss aber ein halbes Jahr zumindest in der Apotheke verbringen. Ich habe es damals bewusst in der Apotheke verbracht, weil für mich war eigentlich immer klar, ich möchte Apotheker werden in der Apotheke. Ich möchte mit den Menschen zu tun haben und nicht in der Industrie irgendwo über irgendwelchen Reagenzgläsern oder irgendwelchen Büchern hängen und dort die Zeit verbringen.
mittlerweile verbringe ich dann doch die Zeit unheimlich viel über den Büchern, aber das hat sich dann doch etwas anders entwickelt. Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Wo wollte ich hin? Du hast dann das Praktikum gemacht und wie bist du dann in die Selbstständigkeit gekommen? Ach, das war eigentlich ein dummer Zufall. Also ich wollte mich immer selbstständig machen, bin, nachdem ich mein Examen hatte, direkt bei meinen Fritzen angefangen, also hier bei meinen Fritzen in der Lindenapotheke. Und es hat einfach miteinander eigentlich ganz gut funktioniert. Habe mich zwar immer so links und rechts geguckt, wo könnte man sich selbstständig machen, weil eigentlich machte er noch keine Anstalten, dass er immer aufhören wollte. Und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, möchtest du nicht mit mir das zusammen machen? Cool, ja. Ich so, okay, gute Idee, konnte mir darunter eigentlich so noch nichts erstmal vorstellen. Aber er war total begeistert, dass man es wirklich zusammen gemacht hat und man einen alten Hasen hatte, der einem unheimlich viel gezeigt hat. Richtig. Ja, ein alter Hasen. Kenne ich auch noch. Fritz ist ja leider verstorben. Genau. Jung verstorben, soweit ich mich erinnere. Wie alt war der Fritz, wenn er verstorben ist? 55, 66 Jahre. Also viel zu früh. Viel zu früh, leider. Ein unglaublich netter Kerl. Und ich weiß auch, als er die Apotheke hatte, war viel kleiner und hat ein Geschäft nebenan zugemacht. Dann war die erste Erweiterung der Apotheke auch. Ich glaube, da warst du noch nicht mit dabei. Die Erweiterung kenne ich gar nicht, kenne nur seine Geschichten mit dazu. Er hat im Endeffekt die Apotheke dort aufgemacht, 1984, 85. Ja. Und im Endeffekt hat er jedes Jahr immer wieder oder jederzeit immer wieder mehr erweitert, immer mehr und größer, weil er das, weil sich doch anders entwickelt hatte, als er ursprünglich gedacht hatte. Ja. Und deshalb spreche ich auch mal bei der Apotheke von einem Unternehmen, von einem Wirtschaftsbetrieb, weil das ist eine lebende Einheit. Ne? Da muss man wirklich, was wir eben schon gesagt haben, so multitalentiert sein, so multitaskingfähig sein in vielen, vielen Bereichen, weil du bist der oberste Kopf, du leitest ein Unternehmen. Und das hat nicht nur mit Schubladenziehen zu tun. Genau, also das ist definitiv nicht, sondern man macht wirklich alles. Man muss mit Steuerberater kommunizieren, man muss mit den Bankern kommunizieren, mit Großhändlern Verhandlungen führen, dass man auch vernünftige Einkaufskonditionen bekommt. Man muss mit den Kunden reden, weil auch die Kunden gehören mit dazu. Ganz wichtig, ja. Man muss sich um die Mitarbeiter kümmern. Kunden, die Leidensdruck haben sehr, sehr oft. Ne? Das sind Schmerzpatienten, die haben Leidensdruck, die wollen gut beraten werden, die brauchen eine Lösung in Form eines Medikamentes oder gute Worte sind ja auch sehr, sehr hilfreich und wichtig heutzutage. Genau. Das Zwischenmenschliche gehört einfach mit dazu. Ja. Ohne das läuft es einfach nicht. Ja. Von der Größe her, von der Quadratmeterzahl, wie groß ist deine Apotheke jetzt? Die hat 215 Quadratmeter. Ja, also schon eine mittlere Größe, kann man sagen. Genau. Ne? Wobei sie von der Größe eigentlich immer noch zu klein ist. Ja. Also im Moment hat man so das Gefühl, sie platzt eigentlich dann doch immer wieder aus allen Nähten. Ja. Genau. Und mitarbeitermäßig, wie viele habt ihr? Gut, man muss natürlich immer wieder dazu sagen, es sind sehr viele Teilzeitkräfte, weil gerade der Beruf für Mütter unheimlich spannend ist. Ich kann in der Nähe wohnen, kann auch mal für 2-3 Stunden oder 5 Stunden am Tag arbeiten, kann mich also um die Kinderversorgung kümmern. Deswegen klingt es, wenn ich jetzt immer was von 24 Mitarbeitern erzähle, relativ viel. Ja. Wenn man es wahrscheinlich auf Vollzeitkräfte runterrechnet, kommt da definitiv viel. Ja, aber trotzdem, du hast mit 24 Personen zu tun, das muss alles gemanagt werden. Ne? Und genau. Da sind ja welche sofort am Desk, die Kundenberatung durchführen und welche im Hintergrund, denn ihr müsst die Medikamente ja auch bereitstellen. Genau, ohne die Mitarbeiter. Also im Endeffekt ist es wirklich ein großes Team, mit dem man dort einfach zusammenarbeiten muss. Ja. Man hat einmal die beratenden Kräfte, die vorne wirklich direkt mit dem Kunden das Gespräch führen, um die richtige Medikation zu finden, um die richtige Hilfestellung zu geben. Mhm. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben die pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin, die so weniger in auftauchen auf der Fläche, aber eigentlich so das Herzstück. Also die PTAs, wie sie schon heißen, sind vorne am Desk. Genau, wie wir sagen, die Apotheker. Die Kaufmännischen sind im Hintergrund, die warenwirtschaftlichen Sachen machen, etc. Immer wenn ich die Leute bei mir durch die Apotheke führe, sage ich immer, das ist das Herz der Apotheke. Wenn das nicht vernünftig schlägt, dann schlägt der gesamte Betrieb eigentlich nicht richtig. Ja. Die kümmern sich um den Wareneingang, die kümmern, dass man vorne eben vernünftig arbeiten kann. Ja. Denn eure Herausforderung ist ja, der Patient kommt rein, legt euch ein Rezept in, ihr könnt ja nicht alles vorhalten und im Prinzip sagt er, du, heute Mittag um so und so viel Uhr und heute Abend so und so viel Uhr oder morgen früh ist es da. Das heißt, die ganze Logistik muss ja funktionieren. Was sind da die Herausforderungen? Beschreib das mal ein bisschen. Ja, die Herausforderung, also die Lagerhaltung ist mittlerweile eigentlich das, worauf es ganz groß ankommt. Das ist eigentlich so mein Steckenpferd, wo ich persönlich sage, da kann man Kunden mit gewinnen, weil wir haben eine Lieferfähigkeit, die weit über 90% liegt. Lieferfähigkeit über 90%? Was bedeutet das? Das heißt, im Endeffekt, wenn ich sage, 10 Packungen werden bei mir eingekauft, habe ich 9 immer vorrätig. Ja. Also das ist wirklich die eine, die dann eventuell Das heißt, du weißt ja schon im Prinzip von den Rezepten, von dem, was verkauft worden ist, wie das
Einkaufsverhalten deiner Kunden ist und dann wird automatisch das vorgehalten, was immer nachgefragt wird. Genau, das ist das, worauf ich einen unheimlichen Wert lege, ja. Weil der Kunde möchte jetzt bedient werden, der möchte jetzt glücklich gemacht werden oder jetzt gesund werden. Der möchte nicht erst morgen wieder gesund werden, ja. Sondern möchte jetzt... Und nochmal in die Apotheke kommen. Genau, ja. Das ist auch der Vorteil, den ich persönlich zu einer Versandapotheke bei uns sehe. Weil wenn ich dafür sorge, dass die Leute jetzt ihr Medikament bekommen, ist das der Grund, dass sie auch weiterhin zu mir kommen. Ja. Na klar, die Beratung ist auch immer noch ganz wichtig mit dabei. Also es sind mehrere Standpunkte. Und dementsprechend ist die Logistik ist dann nicht mehr ganz ohne. Also wir haben verschiedenste Wege. Der Großhandel ist das klare Argument. Also wir haben jetzt 3 Großhändler, die von denen wir beliefert werden. Und den Rest versuchen wir eben im Direktgeschäft mit den Herstellern direkt zu beziehen. Mhm. Ja. Das heißt, ohne Kollege Computer geht das gar nicht mehr. Nein. Ein ausgefeiltes Warenwirtschaftssystem muss da sein. Genau, das war auch immer die Frage, als wir den Automaten bekamen. Wir haben ja Kommissionierautomaten 2015 schon bekommen. Ja. Was passiert denn, wenn der ausfällt? Ja. Sag mal bitte, was macht der Apparat, was ist das? Das kennt vermutlich nicht jeder. Genau, also Kommissionierautomat ist im Endeffekt das, was die Schubladen früher in der Apotheke waren. Ja. Da sind die Packungen schön eingelagert und der Automat lagert sich die selber dorthin ein, wo er den optimalen Platz dafür findet. Mhm. Auch chaotische Lagerhaltung genannt. Ja, genau. Das kann man sich so vorstellen, dass Regale sind, die sich auf Schienen bewegen. An der Kasse nimmt die PTA den Wunsch auf, das Rezept auf, drückt Knöpfe und dann wird das im Prinzip gesucht im Warenlager. Dann hört man so dann laufen diese Regale auf den Schienen umher und irgendwann kommt dann durch den Ausrufschacht kommt dann die Packung raus. Genau so ist es. Also im Endeffekt, der Kunde kriegt davon relativ wenig mit, aber im Hintergrund sitzen die kleinen Einzelmännchen, die da ganz viel machen. Ja. Weil ich vermute, das sind ja 2 Vorteile. Einmal für den Kunden, der am Desk steht, bedient wird und natürlich für euch im Back- und Hintergrundbereich ist das ein Vorteil. Welches sind das? Also für den Kunden ist natürlich der ganz große Vorteil, man kann ihn während der Zeit beraten, während man die Packung von hinten anfordert. Also mehr Zeit. Je mehr Zeit für den Kunden über sind, sogar teilweise Zeitersparnis. Das heißt, wo man sonst eben erst im PC nachgucken musste, was man holen muss und dann die Packung holte, arbeitet im Endeffekt schon dann jemand los, während ich vorne sage, ich brauche die Packung. Genau, das ist schon der Kunde allein am Desk. Im Prinzip die PTA muss da immer gucken, wenn sie sofort gefunden hat, geht es schnell. Genau. Minuten später, in Anführungsstrichen, übertreibt das jetzt mal ein bisschen, kann es dann wieder. Ne? Genau, im Endeffekt so war es. Das heißt, für den Kunden ist es natürlich so, er hat immer diese Betreuung. Für nur wenige Packungen müssen wir dann irgendwo mal unterwegs sein, wenn es große Packungen sind oder anders geformte. Für die PKA ist es natürlich ein Riesenvorteil, wo man früher hingegangen ist und eine Lagerhaltung betrieben hat. Ich bestelle jetzt und da ich das sicher an die Schublade gehen muss, habe ich 20 Packungen bestellt. Jetzt sage ich aber schon mal, ich bestelle nur eine Packung, weil ich brauche nur eine für die nächsten 2-3 Tage und dann kommt auch nur die eine. Das heißt, die Lagerhaltung geht ein bisschen runter. Das heißt, ich brauche nicht ganz so viel, aber trotzdem habe ich eine unheimlich hohe Lieferfähigkeit, sodass der Kunde wirklich versorgt werden kann. Ja. Ist natürlich kaufmännisch auch interessant für dich, weil alles, was du einkaufst, was nicht sofort umgeschlagen wird, dann hast du Lagerhaltungskosten. Du musst das ja alles vorfinanzieren. Genau. Du bekommst die Ware ja nicht wieder so schön als auf Kommission rein. Ne? Ich kriege die Ware nicht geschenkt. Im Endeffekt habe ich da ein Warenlager, was ich vorab schon finanziert habe und natürlich gucken muss, dass ich es immer auch wieder rechne. Natürlich. Ja. Wie haben wir uns das vorzustellen? Als Kunde in der Apotheke, was muss eine durchschnittliche Apotheke in deiner Größe vorhalten an Positionen? Wie viele Positionen, über wie viele Werte reden wir da? Wenn man jetzt die ganzen Medikamente mal aufrechnet. Wenn ich jetzt versuche, auf die Mengen irgendwo hochzurechnen, ich glaube, wir liegen irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Packungen, die ich vorrätig habe. 20.000 bis 30.000 einzelne. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das kriegst du ja gar nicht mit, wenn du reinkommst, legst ein Rezept hin, dann bist du natürlich fokussiert auf dein Thema, damit das bedient wird. Aber wir wollen jetzt mal den Wirtschaftsbetrieb Apotheke ein bisschen beleuchten, was da im Prinzip alles an Hintergrund, an einem Rädchen, an der Maschine sich drehen muss, damit das so einfach rauskommt, damit der Patient sagt, der Kunde sagt, ey cool, hier bin ich gut bedient, geh raus. Und der merkt von ihm gar nichts. Ne? Genau, das ist ja aber auch das Schöne, dass er es einfach nicht merkt, sondern er kommt rein, er hat sein Problem und dieses Problem wird einfach zügig gelöst. Darauf kommt es ja immer auch an. Das ist ja in anderen Bereichen genauso. Wenn ich immer hingehe, möchte ich nicht immer gleich mitkriegen, wie es gelöst wird, sondern ich möchte einfach nur, dass mein Problem gelöst wird. Mhm. Und so sehe ich auch meinen Job. Das ist so dieses, dass ich einfach dafür sorge, dass der Patient oder dass der Kunde seine Medikamente auch so bekommt, wie er es möchte. Genau, ja. Das ist die Herausforderung auch. Ne? Genau. Ja. Denn ich denke mir, der Kunde ist ja auch anspruchsvoller geworden, wenn man die Jahre hinweg.
betrachtet? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Wie nimmst du das in deiner Branche wahr? Ach, der Kunde ist anspruchsvoll, aber ich sage mal, er kann es ja auch bis zu einem bestimmten Punkt, dass er sagt, er möchte irgendwo eine zügige Belieferung haben. Das kommt natürlich immer auf die Umgangsform irgendwo an, aber ich kann mich bei meinen Kunden eigentlich nicht beklagen. Also ich habe wirklich nur super Kunden. Ja, also die Apotheke ist übrigens hier in Rehfurt, ist ein Stadtteil von Bergisch Gladbach, auch in Rehfurt, die teure Schlafstadt von Köln, kann man sagen. Wobei Bergisch Gladbach hat auch 100.000 Einwohner, das ist also schon sehr, sehr groß. Aber bis zum Kölner Dom, 15 Kilometer, das ist nicht weit. Ne? Ja. Deshalb ist die Nähe nach Köln sehr, sehr nah. Aber in Rehfurt, muss man sagen, wohnt ja gutes Volk, ne? Kann man einfach so sagen. Das ist meine Wahrnehmung, denn mein Büro habe ich auch schon seit 25 Jahren in diesem Standort hier. Also ich muss sagen, es hat sich sehr, sehr gut entwickelt hier in Rehfurt. Ja, also Rehfurt ist ein wirklich unheimlich schöner Ort. Man hat hier alle Möglichkeiten, alle möglichen kleineren Geschäfte, sodass man das alltägliche Leben hier sehr gut bestreiten kann. Klar, bestimmte Bekleidungsgeschäfte gibt es ja auch, aber irgendwo haben die dann auch ihre Grenzen irgendwann gesetzt. Eventuell muss man dann doch nochmal nach Köln fahren. Ja, ja, genau. Ist manchmal ein schönes Abenteuer nach Köln zu fahren, mit dem Essen, Trinken das Ganze zu verbinden. Das ist sehr schön. Wo kommst du gebürtig her? Ich komme aus Köln-Stammheim. Also im Endeffekt gar nicht so weit weg. Ja, bin ich auch groß geworden. Da müssen wir später nochmal über Stammheim. Köln-Stammheim bin ich auch groß geworden. Ist ja der Hammer. Die Welt ist klein. Trifft sich alles in die Frage. Interessant, ja, die Welt ist klein. Also die ich treffe relativ viele von früher, aber das ist wirklich das Spannende. Ja. Wenn man dann die früher bei mir am Ort gewohnt hat, spricht man, okay, man kennt sich doch. Ja, interessant. Ja, ja, ganz interessant. Da gehen wir gleich nochmal drüber. Wie ist denn das jetzt? Bist du im Prinzip auf der Insel der Glückseligkeit mit deiner Apotheke? Es gibt ja noch weitere Apotheken hier in Rehfurt. Wie ist das Verhältnis zu anderen Apotheken so? Ja, das ist eigentlich das Schöne. Also wir sind so ein Miteinander. Wir machen auch zusammen Werbung. Das heißt, wenn wir Apotheken angesprochen werden für irgendeinen Verein, der irgendwas wieder an Werbung, an Werbemittel braucht, an Unterstützung finanziell, machen wir das zusammen. Ja. Was mir eigentlich schon so ein bisschen das Zeichen dafür ist, dass wir ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander haben. Mhm. Was ich persönlich unheimlich wichtig finde, weil es auch um den Kunden irgendwo geht. Ja. Ja, ihr macht das sehr freundlich. Ich habe ja einen Kollegen von dir, den kennst du ja, der Mandant bei mir im Hause ist. Deshalb weiß ich, dass ihr beiden auch sehr, sehr miteinander kommuniziert. Finde ich auch cool, weil Miteinander ist immer besser als Gegeneinander. Das ist auch meine Geschäftsmaxime, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass ihr beiden sehr, sehr gut kommuniziert. Ne? Ja, das stimmt. Und ihr seid auch die Platzhirsche hier, kann ich sagen. Ne? Kann man so sagen, klar. Wir haben noch eine dritte Apotheke, die... Aber kleiner ist meiner Wahrnehmung. Genau, die ist ein bisschen kleiner, aber auch... Ja. Eine schöne Apotheke. Ja, genau. Ich denke mir, in Apotheken, wie ist denn die Branche zu urteilen? Denen geht es eigentlich noch recht gut, oder? Es war ja mal so eine Sache, nachdem es gibt zu viele Apotheken, wir müssen uns schützen und so weiter. Ich komme jetzt mal darauf zu sprechen, die Auslandsapotheken, die Versandapotheken und so weiter. Also in Apotheken, wie hat sich denn das gemacht? Also in Apotheken, wie es früher mal so hieß, wo es denen ja blendend ging, die Zeiten sind definitiv vorbei. Das ist... wo man früher eigentlich die Gelddruckmaschine irgendwo das sagte. Das war vor 30 Jahren. Das war vor 30 Jahren, also von der Zeit sind wir weit weg. Ja. Im Endeffekt, man muss schon mit seinen Zahlen irgendwo rechnen. Man muss schon irgendwo an die Sachen rangehen. Es wird immer enger für uns Apotheken. Mhm. Nicht umsonst, wir sind mittlerweile bei knapp über 19.000 Apotheken in der Bundesrepublik von fast 21.000. Mhm. Das heißt, das Versorgungsnetz wird über die nächsten Jahre sehr viel enger, also im Endeffekt gibt es immer weniger Apotheken, die die Versorgung gewährleisten müssen, wo natürlich auch das Internet einen gewissen Anteil daran hat. Wobei da natürlich auch der Unterschied ist, Großstädte, größere Städte und kleinere Städtchen, wo dann die Apotheken gar nicht mehr hingehen, sonst konzentriert sich ja alles schon auf Zentrumslagen in Städten. Ne? Genau. Das ist schon der Trend der letzten Jahre. Genau, auch das hat einfach mittlerweile stattgefunden, dass einfach eher bestimmte Lagen bevorzugt werden und andere eben nicht mehr. Ja. Aber es heißt im Prinzip, es hat damit zu tun, es sind aber auch mehr Apotheken auf den Markt gekommen, sind mehr Apotheken ausgebildet worden. In den letzten drei, wenn man so sagt, von 30 Jahren bis heute. Also die Entwicklung bei der Ausbildung ist ungefähr gleich geblieben, geht momentan sogar leicht zurück. Also das heißt, der Nachwuchs fehlt auch so ein bisschen, deswegen habe ich gerade noch mal so ein bisschen Werbung gemacht, dass man auch wieder Pharmazie studiert. Ja. Ich freue mich jetzt, wir haben im Oktober, November noch mal wieder einen Schüler, der bei uns zum Schülerpraktikum war für einen Tag, der noch mal jetzt für
zwei oder drei Wochen eben zu uns kommen wollte, weil er sagte, okay, das könnte was sein, was er eventuell machen möchte. Cool. Und ich sagte, okay, sowas muss man einfach unterstützen. Ja, finde ich cool. Das heißt also auch, du bist doch offen für einer, der sich für so einen Beruf interessiert. Der kann dich auch ruhig mal ansprechen. Den also Leute, Karl Scholz, super netter, sprecht ihn an. Und ich denke mir auch, PTA ist ja auch ein ganz cooler Job und PKA, das sind ja auch, die werden gute Leute, werden immer gesucht, denke ich. Genau. Weil du es auch angesprochen hast, sehr viele Frauen sind ja da unterwegs, auch nach Babypause kommen immer wieder zurück. Das ist der Vorteil, die werden händeringend gesucht. Also auch wer da mal im Prinzip sagt, hey, ich will mal wieder ins Berufsleben zurück, hin zu meinem Scholz. Genau, das ist ein super Beruf, der genau dafür immer da ist, wenn man eben sagt, ich habe jetzt mein Kind bekommen, bin zwei Jahre eventuell raus. Man hat einfach dann die Möglichkeit, unheimlich gut wieder zurückzukommen. Ja. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die ist jetzt anderthalb Jahre durch das Kind rausgeschieden gewesen, kommt jetzt wieder für den Nachmittag. Ja. Ja, das ist so, weil es für sie einfach optimal ist. Sie hat jemand dann fürs Kind, aber sie kann einfach wieder arbeiten. Genau, hat auch wieder Spaß, um ein paar Stunden rauszugehen. Ja. Genau. Wunderbar, er ist eigentlich ein toller Beruf, ne? So würde ich sagen. Ja, ich möchte ihn nicht missen. Klar gibt es die Momente, wo man auch selber sagt, warum habe ich mir das angetan? Aber es gibt eben auch die Momente, wo man einfach mit den Menschen zu tun hat und einfach merkt, warum man das dann doch irgendwann gelernt hat. Ja. Und jetzt nochmal Thema Ausland, Versandapotheken. Ist das in Konkurrenz? Es ist definitiv ein Konkurrent. Mhm. Klar, das sind Preise, die wir nicht mithalten können, wo natürlich bei uns auch eine Räumlichkeit mit dran hängt. Wir liegen in einer optimalen City-Lage. Wir sind also fußläufig zu erreichen. Wir zahlen Mieten, die die nicht zahlen müssen. Die haben recht eigentlich nur ein Lager, ein Telefon, Internet. Genau. Wenn Telefon und nicht mal Internet. Ne, das Lager steht irgendwo, wahrscheinlich am billigsten Platz, wo die Mieten günstig sind. Die müssen weniger Personal vorhalten. Ich muss natürlich, ich habe einen Beratungsauftrag. Das heißt, als Apotheke muss ich beraten. Ich kann also nicht einfach nur sagen, ach, lass das einfach mal laufen. Was natürlich ohne Personal nicht funktioniert. Personal ist einfach teuer, was aber okay ist, weil ist auch schon ausgebildet. Die müssen schon die Fähigkeit haben, wenn der Arzt etwas verschrieben hat, Wechselwirkungen zu gucken oder ein alternatives Medikament anzubieten. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, rauszuziehen und sagen, aha, da steht da drauf und dann ist ein Medikament, hier hast du das Ganze, sondern die Beratungsverpflichtung. Genau, die haben wir. Klar, auch eine Versandapotheke hat es, aber ob sie die natürlich in der Qualität liefert, weiß ich einfach nicht. Wir haben natürlich einfach die höheren Kosten, wodurch wir einfach auch die höheren Preise im Endeffekt haben und wir die einfach nicht mithalten können. Ja. Das ist einfach ein Problem für die Zukunft. Ja. Okay. So, das war nun der erste Teil des spannenden Interviews mit dem Apotheker Karl Scholz. Freu dich auf den zweiten Teil. Ja.